Guten Morgen, liebe Traderinnen und liebe Trader. Es ist Freitag, wir stehen am letzten Tag der Handelswoche und blicken, ja, auf die heutigen Handelsideen Nummer 1, das ist der erste Punkt. Das machen wir ja freitags wie jeden Tag. Heute sind auf der Agenda die drei Währungen. Britischer Pfund, japanischer Yen, Bitcoin im US-Dollar und Euro-japanischer Yen. Heute ein bisschen japanischer Yen-lastig, aber nicht so schlimm. Interessante Chartsituationen, deshalb schauen wir einfach mal da rein. Ludger, schönen guten Morgen. Bevor wir dann entsprechend in die Charts gehen, noch der Risikohinweis, das ist ganz klar. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und dann kommen wir zu dem heutigen Webinar im Detail. Das heißt, wie jede Woche Freitag gibt es hier an dieser Stelle erst einmal die Handelsideen. Dann gibt es den Ausblick. Was kann denn nachrichtentechnisch nächste Woche erwartet werden? Die wichtigsten Nachrichten hier aus den USA und Europa. Und dann können wir mal schauen, was hier eventuell die Märkte in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Danach kam ja bisher immer die Analyse der großen Indizes. Das machen wir heute ein klein wenig anders. Aufgrund der aktuellen Situation in den Charts der großen Indizes widme ich den edukativen Teil mal dieser Analyse und packe da so einfach ein paar interessante, wissenswerte Dinge mit rein, die wir hier für das Research nutzen können, um zu schauen, wie kann es denn in Zukunft hier an den Märkten bei den großen Indizes entsprechend auch mit weitergehen. Das heißt, wir machen zum ersten Analyse großer Währungen und dann geht es im Know-how das Thema Indexanalyse und wir gehen hier mal der Frage nach, kommt nach dem Crash der Bärenmarkt? Da gucken wir auf ein paar Anzeichen und schauen, was wir hier aus den Märkten entsprechend auch lesen können. Olaf, guten Morgen von meiner Seite auch an dich. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in die Tagesnachrichten. Wir hatten um 8 Uhr hier in Deutschland den Verbraucherpreisindex, der hat die Prognose getroffen, der Wert hier ist bei 0,4 geblieben. Was bekommen wir heute im Laufe des Tages noch? Wir bekommen um 11 Uhr noch Informationen zum Thema Industrieproduktion. Aus den USA gibt es dann um 16 Uhr den Exportpreisindex, den Importpreisindex, also diese Dinge kriegen wir da angegeben. Dann gibt es um 16 Uhr von der Uni Michigan die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen für den Monat Oktober. Sie sehen hier, die Prognosen sind schon da. Überraschungen auf der einen oder anderen Seite könnten den Markt dann entsprechend auch mit bewegen. Dann ist hier der FOMC-Sprecher mal wieder, also es nicht ein Sprecher, aber es gibt einfach ein Mitglied von der FOMC, spricht, das kann auch für Bewegungen sorgen. Und heute Abend dann entsprechend wie jede Woche Freitag auch die CFTC-Reports. Das heißt, da bekommen wir Informationen zum COT-Report, was die Big Boys in den spekulativen Nettopositionen anstellen. Elena, guten Morgen auch an dich. So, das also zu den heutigen Tagesnachrichten. Sie sehen es, so wahnsinnig viel ist es nicht. Wir hatten ja auch eine Woche hinter uns oder am Montag hatten wir die Woche vor uns, wo nicht wirklich viele, viele wichtige Nachrichten anstehen. Deswegen waren die Nachrichten oder der Markt mehr oder weniger sich selbst überlassen. Aber Herr Powell, der hat mit einer Aussage zur weiteren Zinsentwicklung doch etwas gesagt, was den Markt etwas getroffen hat. Und dann ging es zack nach unten. Aber so ist das Leben. Das gehört einfach auch dazu. Ich hoffe, Sie sind hier in keinster Weise auf dem falschen Fuß erwischt worden, haben Ihr Risikomanagement und Ihr Portfoliomanagement eingehalten und dann sollte das auch geklappt haben. So, also, dann schauen wir doch, würde ich sagen, einfach mal in die heutigen Handelsideen rein. Ich mache mal den Chart auf oder die Charts an sich auf und lade hier übrigens auch alle zu, die live zuschauen, wenn Sie eine Frage haben oder einen Wunschmarkt, lassen Sie mich das hier über diese Stelle ruhig wissen. Ich schaue dann mit Ihnen gemeinsam in die Charts entsprechend auch mit rein. So, damit rein in die Charts der heutigen Handelsideen. Was haben wir hier zuerst offen? Den DAX, der interessiert mich jetzt noch nicht, den gucken wir uns nachher an. Wir, würde ich sagen, fangen mal an mit dem Bitcoin. So. Bitcoin haben wir auch schon ab und zu miteinander besprochen, ist ein Markt, der ist immer mal für ordentliches Stückchen Bewegung gut, das heißt für aktive Händler, da sind die Tage interessant, wo es richtig knallt. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass wir die richtigen Marken hier an dieser Stelle auf der Uhr haben. Also beispielsweise sowas wie hier, als der Markt einfach oben drüber rüber gesprungen ist, schauen Sie hier, da war ja die Tatsache gegeben, als der Markt hier Bewegung gemacht hat, dann Korrektur gemacht hat, aus diesem Update bzw. Support unten ausgebrochen ist und dann hier oben diese wichtige Marke kam, hier um diesen Bereich
Bereich, wo sich untergeordnet ein Trend gebildet hat und dieser Trend dann natürlich hier ein paar Hochs mitgenommen hat, ein paar Korrekturhochs hier drüben an diesen Stellen. Also hier ist er dann sozusagen, hat diesen Abwärtsschub kaputt gemacht, dann war hier ein Hoch, dann war das große Gap hier, dann waren hier ein paar Hochs und dann sehen Sie, wie es den Markt nach oben geschoben hat. Das ist natürlich immer das, was bei diesen Bitcoin-Kryptowährungen interessant ist für die aktiven Trader, die das Ganze machen. Das passt. Deswegen ist es immer wichtig, hier zu schauen. So, was haben wir jetzt? Wir haben, genau wie ich das schon beim letzten Mal erzählt habe, als wir über den Bitcoin gesprochen hatten, wir haben immer noch dieses fallende Dreieck. Und das ist in Verordnung, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Thema fallendes Dreieck, das war ein bisschen eng, wenn wir uns das mal anschauen. Fallende Dreiecke in einem Abwärtstrend sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Markt, ja, das ist ein Korrekturmuster halt nach unten hin. So, das zieht sich jetzt hier allerdings auch schon ewig und wir haben schon sehr, sehr lange hier diesen Bereich, diese Marke von 6200 Punkten. Schauen Sie mal, ich mache mal kurz das Kreuzel an, damit wir mal nach hinten gucken können. Schauen Sie, wie lange diese Marke hier in diesem Bereich schon Bestand hat. Das ist hier unten diese Ecke, hier hinten, wenn wir das mal sehen, dieser Bereich hier. Da kommt das alles mit her. Das hat also eine sehr, sehr lange, lange Historie. Das heißt, der Markt umkämpft sozusagen, wenn man das mal mit diesem bildlichen Argument ausdrücken möchte, diese Marke sehr, sehr, sehr stark. Aber wir sehen auch, dass der Markt immer früher anfängt, hier nach unten wieder abzuverkaufen und aktuell hält diese Marke noch. Das heißt, wenn man sich dieses große Gesamtbild einmal anschaut, dann weiß man, was an Potenzial auf der Unterseite im Raum steht, wenn der Markt das Ganze bricht. Das heißt, da haben wir hier unten wirklich, kann ich nur, auch wie beim letzten Mal, wenn man da etwas weiter in die Vergangenheit blickt oder etwas weiter in die Zukunft, wenn der Bruch nach unten kommt, wir haben hier die Anlaufmarken liegen, die stehen halt hier etwas tiefer, $5,300, dann hier unten $4,976, so über den Daumen $5,000 und dann geht es schon hier unten weiter, sehen Sie, da haben wir so ein paar Tiefpunkte, also da ist viel, viel, viel nach unten offen, wo wir dann hier den Markt nach unten sehen können. Das ist gegeben. So, das heißt also an dieser Stelle, wenn man das Thema mal rausnimmt, wir haben ja hier die letzte Bewegung nach unten gehabt und wenn wir das mal ausmessen, was wir jetzt sehen sozusagen von diesem Tief unten ran, so, das ist jetzt das, die Korrektur sozusagen des Ganzen, wenn man das mal im großen Chartbild hier entsprechend auch betrachtet. Na, jetzt ärgere mich hier mal nicht. So, ich will dich hier hin haben. Wenn wir das mal nehmen und das sozusagen als die Korrektur des Ganzen sehen, also als die Korrektur dieses Abwärtsschwungs, den wir hier im Markt haben. Also hier ist der letzte Abwärtsschwung. Das Ganze ist korrigiert worden. Das ist jetzt das Korrekturlevel. Und wenn wir dieses entsprechende Korrekturlevel einfach jetzt mal nehmen und kopieren, das heißt einfach schön nach unten ziehen. So, ich mache das gleich. Kurzen Augenblick bitte. Das muss ich nur mal. So, Rektangle Eigenschaften, das mache ich mal grün. Das Potenzial sozusagen nach unten. Und wenn wir das mal unten dran setzen, dann sehen wir, wenn sich das spiegelt, wo das Potenzial des Ganzen liegt. Das liegt hier unten irgendwo um die $3,200. Das kann kommen, wenn der Bruch nach unten tatsächlich erfolgt. Und aus diesem Grund ist es halt so wichtig, diese Marke auch in Anspruch zu haben. Das heißt, dieses Korrekturmuster, dieses fallende Dreieck in seiner Verortung im Abwärtstrend ist eine Formation für fallende Kurse. Das heißt, das ist ein bärisches Dreieck. Und wenn das nach unten gebrochen wird, dann sehen wir, wo das hingehen kann. Kurzfristig, wenn wir mal ein bisschen wieder reinzoomen hier, das Ganze größer machen, kurzfristig sind die Anlaufpunkte, wenn der Bruch kommt, hier hat man das Tagestief ungefähr von gestern, ein bisschen über $6,000, sind die nächsten kurzfristigen Anlaufpunkte hier 5.863 und $5,763. Das ist mal das Kurzfristige, was einfach auch mal, wie man so schön sagt, abgelutscht werden kann, wenn der Markt einfach mal kurz nach unten spiked. Das ist gut und gerne möglich. Was natürlich auf der Oberseite auch immer möglich ist, das ist bisher noch nicht passiert. Das ist halt auch, ja, sag ich mal, ein Grund oder ein Zeichen der Schwäche in diesem Markt. Was natürlich hier an dieser Stelle auch passieren kann, ist, dass sich durch irgendein Ereignis diese ganze Geschichte komplett rumdreht und wir nach oben ausbrechen. Sollte das passieren, dann hätten wir natürlich erst einmal kurzfristig hier ein paar Hochs liegen. Also Sie sehen hier die Tageshoch, hier beispielsweise dieses Tageshoch bei 6.658, dann haben wir hier bei 6.782 oder hier bei 6.959 ein paar Sachen, die man nach oben anlaufen kann. Das wäre dann natürlich ein Zeichen, dass dieses Korrekturmuster komplett vom Markt negiert würde. Dann steht natürlich im Raum hier oben diesen Bereich auch anzulaufen, hier diese Marke, die wir hier sehen, um die, wo stehen wir da, $7,400 in diesem Drehraum. Das ist so die Marke, die wir dann entsprechend auch mit anlaufen.
einlaufen kann. Das heißt, hier drüben, ich packe das einfach mal hier daneben. Und das wäre mal nur 7.370, also über den Daumen zwischen 370 und 400 irgendwo hier oben, wäre dann ein Anlaufpunkt, den man hochnehmen könnte, wenn diese Formation doch nicht als bärisches Zeichen ist, sondern durch irgendwelche Meldungen vom Markt diese Gesamtsituation umkehrt und wir hier an dieser Stelle wieder steigende Kurse sehen. Das also mal das Szenario auf der Oberseite. Das heißt, wir liegen hier schön auf der Lauer und gucken, was hier nach unten gehen kann, um das Ganze entsprechend hier traden zu können. Also so viel mal zum Währungspaar Bitcoin, US-Dollar. Da sehen wir einfach Schub nach unten und es wird hier immer, immer knapper. Und irgendwann kommt eine Auflösung. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung. Das Potenzial sehe ich persönlich aufgrund der Verortung. Und es muss das eher auf der Unterseite, aber es kann auch genauso gut nach oben gehen. Deswegen brauchen wir hier beide Szenarien. Das ist wichtig. Also, wir schauen auf die Unterlinie, auf den Support und natürlich, was der Markt hier oben an dieser fallenden Linie macht. Und das ist das Interessante hier an diesem Markt. Und damit gehen wir in den nächsten Markt hinein. Und zwar schauen wir mal ins britische Pfund, japanische Yen. Auch wieder im Tageschart. Hier ist der Chart dazu. Hier haben wir das, was wir sehen wollen. Wir hatten diesen Markt schon mal vor kurzer Zeit hier auf der Uhr, aber dieser Markt hat sich etwas geändert. Als wir diesen Chart uns das letzte Mal angeschaut hatten, da hatte ich darüber gesprochen, hier im Chart hat sich ein Dreieck gebildet gehabt, hier an dieser Stelle. Das ist dieses Dreieck, das war dort vorhanden und wir sehen hier, dass der Markt über dieses Dreieck rausgegangen ist, aber es gab keine Anschlusskäufe. Das ist einfach ein Zeichen, dass der Markt hier für dieses Muster noch nicht reif war. Wir sehen, dass der Markt will sich wieder immer wieder oben etablieren. Also wir haben weiterhin von unten ansteigende Kurse, aber man kann jetzt hier nicht mehr von diesem Kursmuster sprechen eines Dreiecks. Das Ding ist für mich in meinen Augen wirklich passé. Das heißt, wir sehen unten, der Markt will nicht wirklich runter, aber es ist nicht mehr das Dreieck. Es kommt einfach keine Dynamik rein, um eine Trendfortsetzung zu machen. Deswegen sind die Märkte, und es ist auch wichtig zu wissen, dass Märkte sich dynamisch auch entwickeln. Und wir haben das hier gesehen, der Ausbruch, der kam ja, aber der kam mit einem Schub nach oben und wurde sofort wieder abverkauft. Das ist der Grund, wo ich auch immer sage, ich persönlich in meinem Handelsstil lasse mir so einen Ausbruch halt gerne bestätigen. Das heißt, ich kaufe nicht den ersten Knall, sondern ich will einen Rücksetzer in den untergeordneten Zeiteinheiten sehen und dann den Hochlauf. Der ist hier komplett ausgeblieben. Das heißt, im mittelfristigen Trading, ja, es ist, wie es ist. Das Korrekturmuster ist getriggert worden, aber sofort abverkauft worden. Deswegen gibt es die Strategien, wo man es begrenzt. Hier mit diesem Markt ist aber trotzdem weiterhin alles interessant. Auch wenn jetzt das Dreieck nicht mehr da ist, sehen wir, was der Markt hier ausbildet. Wir sehen jetzt hier weg vom Dreieck hin zur Flagge. Das heißt, der Markt läuft eine oder durchläuft momentan eine Seitwärtskorrektur. Der korrigiert sozusagen über die Zeit. Diejenigen, die sich auch mit Innenstäben und Außenstäben auskennen oder schon beschäftigt haben, werden auch gerade sehen, wir haben hier einen Außenstab. Das hier, das ist Getingel hin und her, ist ein Innenstab. Das ist ein typisches Verhaltensmuster, was wir hier häufig in solchen Flaggen sehen. Da gibt es keine richtigen, guten, ordentlichen Trends, die man handeln kann. Aus diesem Grund ist dieses Muster halt als Seitwärtskorrektur zu sehen. Und je flacher das Ganze verläuft, je weniger Trends bilden sich in dieser Range auch. Interessant von der Seite her zu sehen, was wir hier als Ober- und als Unterseite haben. Die Unterseite, Sie sehen es, die ist ein bisschen ausgefranst, die steigt aber auch so ein bisschen an, aber die liegt über den Daumen um die 147,132 in diesem Chart hier ersichtlich. Die Oberseite, die finde ich sehr, sehr interessant. Warum finde ich die Oberseite interessant? Zum einen, das hatten wir beim letzten Mal auch besprochen, hat dieser Aufwärtstrend hier dieses Trendhoch rausgenommen. Das heißt, dieser Markt ist erst einmal, würde ich sagen, angezählt. Wir haben jetzt hier diesen Abwärtstrend gebrochen an dieser Stelle. Jetzt kommt es halt drauf an und das ist das Interessante hier an dieser Stelle. Wir sehen jetzt nicht sofort wieder einen Abverkauf, sondern der Markt tendiert hier seitwärts und das ist jetzt spannend, wenn wir nämlich hier oben drüber laufen, über die Oberseite bei 149,529. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass sich dieser Trend, der jetzt hier seine letzte Bewegung über die Zeit korrigiert, nach oben weiter fortschiebt. Und in dem Moment, wo das passiert, haben wir natürlich hier mit Blick auf den Chart die Anlaufpunkte wieder oben stehen. Das heißt, hier oben im höchsten Punkt die 153,831 und auf dem Weg dorthin haben wir hier noch die 150 und die 152,734 als Hochpunkte in den Korrekturen liegen. Und das ist das Potenzial, was ich hier in diesem Markt sehe, wenn er es auch auspackt. Das heißt, wenn die Händler tatsächlich zugreifen und hier den Pfund Yen nach oben weitertragen. Das ist dann interessant, das ist das Schöne, was wir hier an dieser Stelle sehen können. Und Sie sehen halt auch, dass diese Korrektur jetzt schon eine ganze Weile andauert. Das heißt, wenn man das mal sieht, der zeitliche Aspekt, eine Korrektur kann ja über die
Zeit oder über den Preisrange laufen. Mario, guten Morgen. Dann können wir hier an dieser Stelle natürlich auch sagen, gut, wir haben jetzt von der zeitlichen Seite her schon ein ganzes Stückchen korrigiert. Das heißt, vom Zeitrahmen her ist es eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Also Zeit ist halt jetzt im Endeffekt, wie viele Tage hat diese Aufwärtsbewegung gedauert und wie viele Tage dauert jetzt momentan dieser Seitwärtslauf. Das ist halt so im Trading. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, Korrektur über die Zeit oder über die Preisachse. Und hier sehen wir es momentan über die Zeit. Und die Zeit sind das, was in Seitwärtsphasen auch abläuft. Das haben wir hier auf der Unterseite. Muss man natürlich auch immer den Blick drauf haben. Diese Formation kann sich ja auch nach unten auflösen. Das wäre dann von meiner Warte her kein so schönes Anzeichen, weil dann wäre jetzt diese, sage ich mal, relative Stärke, dass der Markt nicht sofort wieder abverkauft hat, wirklich aus dem Markt raus, Anlaufpunkte, dann wären natürlich hier unten diese 145, 637, dieser Bereich hier, wo dieser Trend entstanden ist, das wäre mal der erste Anlaufpunkt und dann könnte der Markt rein theoretisch so tief korrigieren, bis wir hier den Trendbruch erleben, das heißt hier unten diesen Support um die 142, 558, darunter sollte es nicht fallen, dann ist nämlich dieser Aufwärtstrend kaputt, aber die Tendenzen, dass der Markt dann wieder runter will, die sehen wir dann schon, wenn dieser kleine Schub hier oben jetzt dann doch abverkauft werden sollte, das hier an dieser Stelle eher dann ein ungünstiges Zeichen. Aber das muss man als Trader auch mit auf der Uhr haben, damit man seine Setups planen kann. Also die Unterseite sehe ich persönlich unterstützt erst einmal hier unter diese Kante hier unten drunter 147, 132, beziehungsweise dann hier dieser Supports im Tageschart hier beim Ausbruch der Trendbildung 145, 637 und der Support hier unten, das aktuelle Tief an dieser Stelle bei 142, 558. Und damit gehe ich dann zum nächsten und dritten Währungschart für heute. Und das ist wieder, ich habe es uns vorgestellt, Yen korreliert bzw. Yen zusammengearbeitet. Und zwar Euro-Japanischer Yen. So, da haben wir es. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Chartbild. Also das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Was gefällt mir daran außerordentlich gut? Ich finde es sehr, sehr interessant, was der Titel gestern gemacht hat und wie er sich heute gerade verhält. Wir sehen hier in diesem Markt, wir hatten auch dieses Währungspaar vor geraumer Zeit schon mal drinnen. Was aber in meinen Augen nicht schlimm ist, weil die Situation verändert sich ja hier regelmäßig. Was wir hier sehen ist, zum einen im großen Bild, ich hatte das beim letzten Mal auch gesagt, wir haben hier eine sehr, sehr breite Range, wenn wir uns das mal angucken. Ich gehe mal ganz kurz in die Woche. Wir haben hier entsprechend diese Range zwischen diesem Tief hier unten bei 125, 186 und diesem Hoch hier oben drüber bei 133, 162. Und da sehen wir, während dieser gesamten Zeit tingelte der Markt da zwischen dieser Breite hin und her, es ging nicht richtig runter, es ging nicht richtig hoch. Also irgendwo Meinungsfindung, was ist denn hier nur gestochen und gehauen? Jetzt haben wir allerdings die Situation, dass diese Spanne so groß ist, dass sich hier untergeordnet ein Trend gebildet hat. Den schauen wir uns jetzt mal auf Tagesbasis an. Nämlich auf Tagesbasis sehen wir hier einen hervorragend abwärts laufenden Trendkanal. Und das Schöne ist, wir hatten gestern hier an dieser Stelle das erste Signal, schau mal rein, ich werde möglicherweise umdrehen. Das heißt, wir hatten hier das erste Signal einer möglichen Trendumkehr. Und gucken Sie, was der Markt heute macht. Er bestätigt die Stärke von gestern. Das heißt, wir haben jetzt hier erst einmal den Bruch über die Oberseite. Das ist ein sehr positives Zeichen. Man muss immer anmerken, es kann auch ein Fake-Ausbruch sein. Wenn der zusammenbricht und wieder in den Kanal reinfällt, dann wäre das das Schwächezeichen. Das möchte ich dann nicht mehr long im Depot haben. Dann gehe ich davon aus, dass der Markt etwas weiter nach unten korrigiert. Anlaufpunkt hier, Sie sehen es, die 127,837, das wäre der Punkt hier unten. Wird der unterschritten, ist dieser Trend eh wieder hinfällig. Dann haben wir diese starke Bewegung wieder Richtung Unterseite. Da geht dieses Getingel hin und her. Aber jetzt, das ist interessant zu sehen, haben wir den Weg nach oben. Und wenn der Markt hier stark bleibt, ist der nächste Widerstand hier um 130,8 zu 1 erst einmal zu sehen. Wir haben hier oben auch dann, wenn wir oben drüber gehen, haufenweise Tageshochs, die kurzfristig angelaufen werden können, die uns also auf dem Weg nach oben mit weiteren Nachfragen begleiten könnten, weil die steigende Nachfrage ist ja beim Angebot, bei gleichbleibendem Angebot natürlich der Faktor, der den Preis nach oben schiebt. Und das ist interessant dann entsprechend zu sehen. Was brauchen wir? Natürlich, Dirk, guten Morgen. Hier können wir dann so mal in die Stunde reinschauen und in der Stunde, das ist halt das Interessante, gucken Sie mal, wir haben jetzt in der Stunde schon den Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend hat jetzt diesen Korrekturkanal verlassen. Der Aufwärtstrend markiert jetzt hier einen Bereich, hier, gucken Sie mal, das hier war das Hoch, das Korrekturhoch dieser letzten Korrektur. Was heißt das? Wenn der Markt da drüber läuft, ist das ein Zeichen, dass dieser Trend gebrochen ist. Wenn der gebrochen ist,
und wir haben einen bestehenden Aufwärtstrend, dann haben wir wieder einen aufwärtslaufenden Markt, den wir dann sehr, sehr, sehr schön und entspannt traden können. Und da können Sie sich aussuchen, ob Sie jetzt entsprechend diesen Stundentrend traden wollen. Da ist es dann spannend, die 5 Minuten in die Stunde beispielsweise zu traden, wenn wir die Korrekturen mal nehmen. Das heißt, aus der Korrektur der Stunde beispielsweise zu traden, dann nehmen wir einfach den Trendverlauf der 5 Minuten und schieben das rüber. Wenn wir uns das jetzt gerade mal angucken, dann sehen wir hier, momentan ist hier der Auflauf, hier war der letzte Bewegungstief vom Bewegungstrend, das Ding ist jetzt gebrochen worden, jetzt müssen wir einfach sehen, ob es einfach weiter nach oben läuft oder ob wir ein bisschen mehr Korrektur sehen, und das ist das, was wir in den kleineren Zeitreihen entsprechend sehr, sehr gut verfolgen können, wie sich der Markt hier entsprechend auch entwickelt und dann unsere Handelssignale von dieser Seite her entsprechend auch mit aufnehmen können. Also das ist das, was wir hier momentan im Markt auch sehen, und das Ganze können wir entsprechend einordnen. Wer das Ganze hier im großen Bild sieht, hier, da spielt natürlich das Gezappel in den 5 Minuten nicht die große Rolle. Das kann man dann entspannt sehen, nach oben schieben, weil wenn man mal diese Tagesgeschichte hier sieht, nach oben hin, dann ist das einfach etwas, was über den Stundentrend entspannt zu traden ist. Da muss man sich das Gezappel in den 5 Minuten nicht antun. Also das ist dann was für die berufstätigen Trader, die das Ganze entspannt sehen wollen. Aber diejenigen, die sehr nah am Markt sind, da spielt der Stundentrend und Handel von den 5 Minuten aus den in die Stunde hinein natürlich eine interessante Rolle, weil man da die ganze Umdrehgeschichte hier entsprechend auch sehen kann. Das also hier mal wieder zur Nutzung der unterschiedlichen Zeiteinheiten, die wir hier sehr, sehr schnell entsprechend auch wechseln können und hier mit dem Stereo Trader das Traden natürlich auch relativ einfach macht, weil wir hier entsprechend auch einfach über die Preisleiter entsprechend die Kauf- oder Verkauforders in den Markt legen können, um damit dann entsprechend die Trades auch auszuführen. Und das ist ja das Interessante hier an dieser Stelle. Und Sie können halt hier an dieser Stelle, wenn Sie den Trade auch direkt auch ausüben. Sie sehen es hier, entsprechend haben Sie die Möglichkeit, die Märkte auch so zu machen, dass Sie automatisch einen Stop-Loss drin haben, dass Sie automatisch einen Take-Profit drin haben, dass Sie automatisch mit einem Trailing-Stop arbeiten. Also all diese Dinge sind jetzt hier im Stereo-Trader auch vorhanden. Das Tool macht Ihnen sozusagen die Arbeit einfacher. Sie müssen nicht immer daneben sitzen und händisch ihre Stops nach oben oder nach unten nachziehen, je nachdem, wie Sie es brauchen, sondern das können Sie alles getrost der Technik überlassen. Die hilft Ihnen da als Trader schon deutlich einfacher im Markt auch zu agieren. Das können Sie hier nutzen, und ja, schauen Sie sich das Ganze ruhig mal an. Auch der Stereo Trader, der ist ja immer wieder gerne hier gefragt, gerne gesehen, und ich will Ihnen das Ganze nochmal zeigen, wo Sie Informationen zum Stereo Trader her finden. Und zwar ist das Ganze zu sehen, ich hole es mal kurz runter, ich blicke gerade nach oben auf meinen vierten Monitor, deswegen schaue ich so weit nach oben jetzt, wenn wir hier auf die Seite von Tickmill gehen, wo Sie auch alle Informationen rund um Konten finden, rund um die Konditionen finden zum Traden, das alles, da haben wir die Werkzeuge, und da finden Sie auch den Stereo Trader, den Sie dann hier entsprechend sich anschauen können und entsprechend auch für Ihr Trading, wenn Sie das Konto hier bei uns bei Tickmill auch am Laufen haben, für Ihre Trades mit nutzen können. Also das an dieser Stelle mal als kleiner Ausflug zum Stereo Trader. Elena, die hat gerade den Link wieder gepostet, direkt tickmill.com/de/stereotrader. Einfach mal draufklicken und sich die Software anschauen. Die macht die Arbeit mit dem MetaTrader etwas entspannter, und das ist ja auch das, was man zum Trading braucht, die Entspannung. Ist oft das, was den Trader erfolgreich macht. Unentspannt ist, wenn Sie daneben sitzen und immer hier die Finger auf dem Tisch schauen oder immer das Händchen an der Maus haben, um den Stopp nachzuziehen. Das ist dann unentspannt, das kostet Kraft, das kostet Zeit, das macht nervös. So kann man eine Technik dafür nutzen, dass man sagen kann, ach, ich lasse den Markt mal Markt sein, ich gehe ein Buch lesen, trinke einen Kaffee, setze mich auf die Terrasse und entspanne einfach mal ein bisschen und lasse den Trade einfach Trade sein. Die Software übernimmt hier wirklich unheimlich viel. Das ist das, was wir im Trading auch mal für entspannte Zeiten mit nutzen können. Oder Sie können Research machen, das mache ich sehr häufig. Wenn ein Trade läuft, lasse ich den laufen und mache derzeit Research. Zum Thema Research kommen wir dann aber auch bei der Entwicklung der Indizes. Und damit würde ich sagen, sind wir mit den heutigen Handelsideen durch und wir schauen auf die nächste Woche. Was wartet nächste Woche? Sie sehen es hier am Bild. Während letzte Woche so gut wie nichts da drauf stand, für die Wochenvorschau haben wir nächste Woche wieder ein paar Termine. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag stehen immer wichtige Sachen an. Das heißt, hier am Montag gibt es aus den USA die Einzelhandelsumsätze. Dann am Dienstag gibt es aus Deutschland die Konjunkturerwartungen, also den ZEW-Konjunkturindex, wie er so schön bekannt ist. Und dann gibt es am Nachmittag nochmal ein bisschen was vom Arbeitsmarkt aus den USA.
USA, und zwar die JOLTS-Stellenangebote. Am Mittwoch dann gibt es aus den aus der Eurozone den Verbraucherpreisindex und am Nachmittag dann aus den USA das Thema Bauöl, Baugenehmigung. Dann haben wir die Rohöllagerbestände und dann gibt es um 20 Uhr nächste Woche Mittwoch das FOMC-Sitzungsprotokoll. Wenn es dann am Donnerstag mit dem Philly-Fett-Herstellungsindex weitergeht und am Freitag beschließt der Reigen aus den USA mit den wichtigsten Nachrichten hier das Thema bestehende Häuserverkäufe. Das also mal der Blick in die nächste Woche. Da ist einiges an Potenzial da, was die Märkte auch entsprechend bewegen kann. Nächste Woche geht auch die Berichtssaison in die aktuelle heiße Phase, also da kommt die in den USA so richtig auch zum Laufen. Da werden wir sehen, was die Bilanzen machen. Das kann die Märkte doch deutlich bewegen und da kann auch wieder deutlich Bewegung in die Aufwärtsrichtung beispielsweise kommen, wenn es hier sehr, sehr positive Überraschung kommt oder wir korrigieren noch tiefer. Das muss man dann einfach einmal sehen, wie sich der Markt hier entwickelt. Aber auf alle Fälle bleibt die nächste Woche extrem, extrem spannend, was die Nachrichtenseite angeht. Und damit gehen wir dann, würde ich sagen, direkt wieder zurück in die Charts und schauen uns mal den ein oder anderen Währungschart aus der Vogelperspektive an. Gut, dann holen wir mal wieder den Chart nach drüben und kleinen Augenblick, ich muss mal ganz kurz noch was gucken. So, die Finwit-Seite brauchen wir dann in Kürze. Wir gucken uns jetzt einfach mal ein paar wichtige Währungen an. Das heißt hier im MetaTrader mit dem StereoTrader einfach die großen Zeiteinheiten mal mit rauswählen. Kurzen Augenblick, ich muss nochmal auf der Finwit-Seite noch etwas gucken, weil das brauchen wir dann nachher für das Trading. Und wir gucken einfach mal, was wir hier jetzt im Währungsbereich sehen. Ne? Ein bisschen Währung hatten wir heute schon. Wir gucken uns jetzt mal sehr, sehr wichtige Währung an. Das heißt, wir blicken mal auf den Euro-US-Dollar. Wir blicken mal auf den auf das Cable, also die Währung britisches Pfund und US-Dollar. Und wir schauen uns mal den Dollar-japanischen Yen an. Das sind ja die wichtigsten, wirklich sehr, sehr wichtige Währung in der ganzen Handelsgeschichte hier. Und das schauen wir uns mal aus der großen, großen Vogelperspektive an. Das heißt, da gucken wir auch nicht unbedingt auf die Tickereien im Tageschart, sondern wir gucken einfach mal, jetzt hat sich ja seit geraumer Zeit etwas an den Märkten auch so ein bisschen verändert, wie die Währungen entsprechend darauf reagiert haben. Und wir ordnen das Ganze mal im großen Bild entsprechend ein. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem US-Dollar-japanischen Yen an dieser Stelle. Das hier in der Vogelperspektive aus dem Tag. Übrigens, der Tag ist hier auch sehr, sehr interessant, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Sie sehen es, wir haben hier die tiefe Korrektur, hier die Kursumkehr. Wenn der Tag sich heute positiv wieder fortsetzt, ist das hochinteressant, weil das wäre dann ein Zeichen dafür, dass der Markt rumdrehen möchte und eine neue Bewegung startet. Das heißt, wenn wir uns das Ganze in der Stunde anschauen, hier sehen Sie es, das hier ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis, der wird gebrochen. Wenn wir hier oben über diese Marke drüber laufen, hier oben über diese Marke, dann wird das ganze Ding gebrochen und dann wird es wirklich spannend, ob es zu einer Trendfortsetzung kommt oder nicht. Der gestrige Tag war ja irgendwo so ein kleines bisschen ein Zeichen dafür, dass Unentschiedenheit geherrscht hat, aber heute dreht es nach oben. Lassen wir uns mal überraschen, was der Tag draus macht, aber wir gucken jetzt hier mal in die Woche hinein, weil da ist das Bild, was wir hier entsprechend sehen, doch ein deutlich anderes als das, was wir gerade auf der Tagesbasis gesehen haben. Warum ist dieses Bild deutlich anders? Sie sehen es halt hier. Wir haben hier im großen Bild einen doch eher abwärts gerichteten Markt, der jetzt sehr, sehr weit hochgelaufen ist. Das heißt, wir haben, wir schauen da immer auf die Deckelungsbereiche. Und wenn wir uns das Ding hier oben mal anschauen, ich mache das mal kurz in einer anderen Farbe, damit wir das als, sage ich mal, Widerstand auch gut erkennen können. Das ist der oben ist der Deckel drauf an dieser Stelle. Das heißt, hier oben wollte der Markt noch nicht so richtig drüber. Das heißt, hier oben haben an diesem Markt immer wieder Verkäufe eingesetzt und diese Verkäufe, die sind halt dazu genutzt worden, den Markt nach unten zu schieben. Er ist immer weit nach unten geschoben worden und das hat uns dazu gebracht, hier diese Tiefs zu sehen. Das heißt, wir haben hier oben an dieser Stelle in diesem Markt bei ungefähr, was haben wir hier oben drin liegen? Wir gucken mal ganz kurz. Hier an dieser Stelle, was haben wir da? Irgendwo Kurse um die 114,5 in diesem Bereich. Da wollte der Markt nicht weg. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ganze Gesamtbild, schauen Sie mal, was hier passiert ist. Wir hatten hier in der vergangenen Woche eine Kerze, eine Gravestone Candle. Das heißt, wir sind hier oben reingelaufen. Gravestone Candle heißt ja, das ist ein Umkehrzeichen. Und wenn das Ganze entsprechend bestätigt wird, dann sieht es so aus, dass die Märkte tiefer runterlaufen. Und das ist halt ein Thema, wo ich sage,
da muss man schon genau hinschauen. Also da wäre ich jetzt nicht so euphorisch wie das, was wir hier gesehen haben. Ist ja wirklich ein hervorragender Aufwärtstrend. Den konnten wir sehr, sehr schön in der Woche sehen. Und wir sehen auch in der Woche momentan schön die Korrektur. Die Frage ist jetzt halt nur, wenn die Korrektur der Woche endet, das, was wir gerade gesehen haben, entschuldigen Sie, die Korrektur des Tages, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist dann halt die Frage, ist hier oben jetzt der Deckel drauf oder fliegt der Markt hier oben drüber und läuft dann entsprechend hier drüben die Marken an, die wir hier entsprechend mit im Raum stehen haben. Das heißt, das wäre dann das hier. Ich mache das aber mal jetzt ein bisschen kleiner. Das brauchen wir jetzt hier nicht so fett. Das machen wir mal so. Das heißt, das sind dann die Marken, die wir hier drüben stehen haben. Die Anlaufpunkte irgendwo hier um die 115,3 in diesem Bereich. Und dann hier, das wären dann die nächsten Punkte sozusagen auf der Oberseite hier, diese Marken entsprechend anzulaufen. Das ist ja das, was wir im Chart sehr, sehr schön auch sehen kann. Das ist interessant, wenn der Markt tatsächlich hier drüber rausfliegt, weil dann nimmt er diesen großen Schub hier aus dieser Runde weg. Wir sehen es ja in diesem Moment, was der Markt hier gemacht hat. Das war so der erste große Schub entsprechend nach unten und diesen Schub, den hat er dann korrigiert und ist dann aber wieder immer weiter runtergelaufen. Das heißt, Trend, rein trendtechnisch von der großen Seite her ist der Markt da hochgelaufen und von dort oben dann entsprechend hat er hier ein tieferes Tief an dieser Stelle gemacht, also aus diesem Markt hier oben, aus der Korrektur schön nach unten gelaufen. Dann hat er extrem tief korrigiert. Das sehen wir hier. Wieder also in den Widerstand um die 114, knappe 5 reingelaufen. Nur um dann entsprechend etwas später wieder hier unten ein neues Tief zu machen. Das heißt, wir haben hier fallende Tiefs. Das sind halt Marken oder Kennzeichen eines bestehenden Abwärtstrends, den wir hier definitiv da haben. Und der ist jetzt rein technisch einfach nur ganz, ganz tief korrigiert. Olaf, du gehst arbeiten. Auch dir ein schönes Wochenende. Dankeschön. Also wir haben jetzt einfach nur eine technisch gesehen extrem tiefe Korrektur. Hier auf Wochenbasis kam das Umkehrsignal. Das wurde diese Woche bestätigt. Punkt. Potenzial nach unten. Wenn wir das, was wir gerade auf Tagesbasis besprochen haben, nicht sehen, dass eine Umkehr und ein Hochlauf kommt, das Potenzial auf Wochenbasis nach unten ist hier ganz klar im Raum. Wir haben jetzt hier ein paar Wochentiefs, die wir anlaufen können. Das wäre zum einen mal der Verlauf nach unten. Was haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes solche Marken hier liegen. Tiefs in den Korrekturen. Das heißt, die Korrekturtiefs, die könnten definitiv angelaufen werden und da stehen dann irgendwann auch Entscheidungen an, was der Markt hier entsprechend macht. Also das sind so entspannte Geschichten, wo man lesen kann, was der Markt halt macht, wo sich der Markt wie verhält. Und Fakt ist eins, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, das hier ist der Wochenaufwärtstrend. Den zeichne ich Ihnen auch gleich mal noch ein. Ich muss dazu kurz die Farbe wechseln. Kleinen Augenblick. Bitte narren Sie mich jetzt nicht auf die Punkte fest, wo die Linien stehen bleiben. Die springen manchmal an die Kerzentiefs oder Kerzenhochs ran. Das kann ich nicht so genau beeinflussen. Ich möchte Ihnen damit einfach nur anzeigen, was hier in dem Moment der Markt macht. Und hier sehen wir mal, dass der Markt einen schönen Aufwärtstrend gemacht hat. Den sehen wir auch auf der Wochenbasis hier mit am Laufen. Und jetzt ist halt die Sache, ich sage mal dreimal dürfen Sie raten, was hier als nächstes kommen kann. Das ist ein Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend, der kann natürlich noch ein ganzes Stückchen tiefer korrigieren. Das ist ja auch das, was wir auf Wochenbasis gesehen haben. Das heißt, wir können hier auf Tagesbasis jetzt noch deutlich weiter nach unten laufen oder hier hochlaufen. Läuft der Tag nach oben, wird es dann spannend, was hier passiert. Also kurzfristig hat der Markt viel Potenzial nach oben für einen kurzfristigen Swing. Hier oben ist dann wieder der Deckel drauf. Fliegt er weg, habe ich besprochen, wo es hingehen kann. Dreht er rum, wäre das erste deutliche Zeichen, dass wir eine Umkehr bekommen, weil dann bildet sich hier auch auf Wochenbasis wieder ein neuer Abwärtstrend. Und dann hat er die Anlaufpunkte nach unten hier, um die 111, 7 und 110, knappe 7. Das sind die Tiefs der Wochen. Aber in Trendrichtung gesehen könnte dieser Schub, der jetzt nach oben gelaufen ist, natürlich noch bis in diesen Markt hier unten korrigieren, ohne irgendwas kaputt zu machen. Heißt also hier unten, da bei dieser Marke, die wir hier unten haben, an diesem Tief hier um die 109, knapp 110, da wäre ein Anlauflevel, ohne diesen Trend kaputt zu machen, wo er wieder hochdrehen könnte. Bricht er das Teil, ist diese Korrektur faktisch total beendet und dann haben wir den Weg nach unten wieder offen. Das heißt, dann steht der Markt hier als nächstes einer Unterstützung bevor bei knapp 108 und dann hier unten ist das nächste Tief in diesem Abwärtstrend bei 104,5. Das steht da auf der Unterseite. Also das von dieser Seite her eine Richtung, die wir jetzt im Tageschart mal sehen müssen, was hier passiert. Wie ich schon gesagt, Potenzial im Tageschart ist da, wenn der Markt hier nach oben läuft. Möglicherweise, ich warte den heutigen Handelstag ab, möglicherweise beleuchte ich diesen Chart mal wieder am Montag. Das wäre ja mittlerweile
das dritte Mal, dass wir hier interessante Situationen im Tageschart am Ende der Woche sehen, dass wir in der Folgewoche dann interessante Handelsideen auch bekommen. Ich sage, why not, wenn es der Markt hergibt, dann lassen Sie uns das einfach machen. Wir schauen einfach mal, wie sich der Tag heute entwickelt. Auf alle Fälle das mal das große Bild im US-Dollar-Yen. Wie schon gesagt, wenn Sie auch einen Chart analysiert haben möchten, dann melden Sie sich ruhig an dieser Stelle hier direkt im Chat. Dann können wir auch auf Ihren Wunschmarkt schauen. So, dann gehen wir mal in den nächsten Markt hinein. Und zwar gehen wir mal in das Cable, britisches Pfund, US-Dollar an dieser Stelle. Auch wieder im großen Bild zu sehen. Das heißt hier, das ist jetzt nicht so schick, aber gut, dann haben wir jetzt die Daten halt hier drinnen. Ich ziehe das ein bisschen größer, vielleicht sehen wir da. Ich kriege es nicht größer. Okay, dann sind die Zeichnungen oben drin. Ich hoffe, die stören Sie nicht. Wir gehen jetzt einfach mal auf dieses Bild hier entsprechend ein. Was sehen wir hier in diesem Markt? Wir sehen hier in diesem Markt mit dem Blick auf das ganze Große, dass wir hier natürlich einen sehr, sehr schwachen Markt momentan haben. Ne? Wir hatten hier sehr, sehr schön diesen laufenden Aufwärtstrend und dieser laufende Aufwärtstrend hier war die letzte Bewegung nach oben. Dann hatten wir hier das Korrekturtief hat sich gezeigt. So hier haben wir es nicht geschafft, oben drüber zu laufen. Hier an dieser Stelle ist der Markt sozusagen unter das Tief des Trends drunter gelaufen. Und jetzt sehen wir, was hier nach unten passiert. Das ist dieser massive Schub, den wir hier erlebt haben. Und wenn wir das Ganze jetzt mal einordnen in diesen Schub nach unten, dann haben wir hier sozusagen, wenn wir uns das mal in der Woche anschauen, den Abwärtstrend, den wir dann auch sehr, sehr gut auf Tagesbasis sehen können. Und das, was wir hier im Tageschart sehen, ist, dass wir auch im Wochenchart sehen können, wir hatten eine kleine Korrektur. Ich zeichne jetzt einfach mal diesen Abwärtstrend entsprechend ein. Also das, was wir hier auf Tagesbasis so in etwa gesehen haben, sieht faktisch dann so aus. Wir hatten hier den Runterlauf, wir hatten dann wieder so ein bisschen Korrektur. Also man sieht hier schon sehr, sehr schön entsprechend den Trendverlauf. Und was wir jetzt aktuell sehen, schauen Sie sich das Ganze mal an, was wir jetzt rein technisch sehen, ist nur eine Korrektur des abwärtsgerichteten Wochenmarktes. Das ist die Korrektur, die wir hier sehen und das ist das, wo wir einfach aufpassen müssen, dass wir hier die richtigen Schritte mit in Betracht ziehen. Das heißt, was ist denn ein wichtiger Punkt? Hier oben, diese Marke um dieses Hoch. Das ist ja das letzte Korrekturhoch sozusagen in diesem Markt. Und das ist ein wichtiger Bereich, weil da wird entschieden, ob der Markt jetzt weiter nach unten läuft oder ob wir hier die Trendumkehr sehen. Das heißt, hier bei dieser Marke, ich zeichne Ihnen auch gleich noch das Preislevel dran, hier oben ungefähr das Hoch bei 1,337, da kommt es jetzt drauf an, was passiert. Wir haben jetzt hier, wenn wir uns die Wochen mal anschauen, einen sehr stark nach oben laufenden Markt. Das heißt, die letzten beiden Wochen sind sehr, sehr stark hochgelaufen, so wie wir hier die Vorwochen auch sehr, sehr stark hatten. Aber je höher oder je näher wir diesem Widerstand hier oben gekommen sind, Sie sehen, was hier an Abverkauf stattgefunden hat. Das war schon ein deutliches Zeichen vom Markt und jetzt kommt es halt drauf an, was der Markt hier oben macht. Das heißt, interessant wird es, wenn wir das Wochenhoch von dieser Vorwoche hier erreichen, also von dieser Woche hier mit dieser Kerze, wo wir dieses Signal nach unten hatten, hier an dieser Stelle sozusagen, da wurde ja ordentlich auf den Verkaufknopf gedrückt und jetzt kommt es halt drauf an, was der Markt hier oben macht. Dreht er wieder rum, dann wäre das ein Indiz dafür, dass wir wieder in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends laufen. Schafft das aber drüber zu wuppen, dann wird es megamäßig spannend. Warum wird es dann so spannend? Dann haben wir nämlich hier direkt die 1,337, diesen Widerstand vor uns liegen. Und wenn der nach oben durchbrochen wird, dann haben wir hier eine andere Situation. Dann hat sich an dieser Stelle etwas geändert. Das sozusagen können wir an dieser Stelle sehen, wie wir den Markt hier oben bewegt bekommen. Das heißt, an der Stelle, wenn wir drüber gehen, dann ist das eine interessante Situation. Dann ist es so, dass wir hier den Aufwärtsschub sehen könnten. Das haben wir aber momentan noch nicht. Das heißt, an dieser Stelle sozusagen hier dieses Spike-Top, das müssen wir erstmal überwinden. Wenn wir das schaffen, haben wir eine Chance, den Widerstand anzulaufen. Wird der überschritten, dann könnte es nach oben gehen. Das ist aber noch ein bisschen Zeit hin. Auf der anderen Seite, wenn das Teil hier oben wieder rumdreht, dann ganz klar, wenn wir uns den Chart mal in der Woche anschauen, dann haben wir hier sozusagen einen Markt, der wieder rumdrehen kann und das hätte dann das Potenzial, entsprechend auch nach unten mitzulaufen. Aber momentan geht der Markt hier stark nach oben. Wir sehen das auch hier. Wir hatten ja hier einen Abwärtstrend auf Tagesbasis, die hat sozusagen diesen Schub, diesen Aufwärtstrend, den wir hier gehabt haben,
tief korrigiert als trendförmige Situation. Jetzt ist es brutal nach oben geschoben worden. Einfach ohne Pause dazwischen, nur Schub und das war's gewesen. Hier hat man mal kurz Schwächephasen drin. Da ist immer das Dip wieder hochgekauft worden. Das ist ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und jetzt laufen wir halt hier oben rein und hier wird's wirklich spannend. Hier haben wir noch zwei Tageshochs vor uns liegen, ob der Markt die rausnehmen kann oder nicht. Wie schon gesagt, wenn er das kann, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen. Rein erfahrungsmäßig her, ist das jetzt natürlich ein Zeichen, wo ich sagen würde, okay, wir haben jetzt hier eine so lange Bewegung, es kann auch mal eine kurze Korrektur kommen. Das könnten wir unter Umständen hier in diesem Bereich auch sehen. Ob es kommt, werden wir sehen, aber es steht auf alle Fälle im Raum und da könnte es die Korrektur nach unten geben und dann den nächsten Angriff nach oben, das könnte dann den Markt entsprechend mitdrehen. Ich denke, wir werden hier auch ein bisschen nachrichtengetrieben sein, weil wir wissen alle, das Thema Brexit geht durch die Medien, die Verhandlungen sind sehr zäh, sehr hart. Man muss sehen, ob es einen weichen Brexit gibt oder wirklich einen harten Brexit. All diese Dinge, die sind längst nicht entschieden und da weiß man, wie der Markt mit Unsicherheiten auch umgeht. Das heißt, Unsicherheiten sind schlecht für den Markt und da geht es dann entsprechend immer sehr, sehr volatil zu. Das müssen wir hier einfach so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Ich habe jetzt hier lediglich die reine technische Situation gehabt. Das heißt, wenn der Markt auf sich alleine gestellt ist, wissen Sie ja, funktionieren die technischen Signale relativ gut. Ansonsten könnte das problematisch werden an dieser Stelle. Das also zum Euro, entschuldigen Sie, zum britischen Pfund, US-Dollar. Und jetzt schauen wir einfach mal in den Markt Euro, US-Dollar noch rein. Dirk, ich habe deine Frage gesehen. Ich gehe gleich darauf ein. Der Dirk fragt, wie ich den Dow mit meinem Ansatz sehe. Wir gucken nachher auf den Dow. Wir schauen den Dow dann direkt in der weiteren Besprechung auch mit an. Das heißt, hier gehen wir jetzt aber nochmal auf das Währungspaar Euro, US-Dollar ein. Das blicken wir uns jetzt auch einmal im Wochenchart wieder an. Aber hier sehen Sie aktuell ja nicht ganz so viel Spannung drin wie in den anderen Währungspaaren, die ich Ihnen hier an dieser Stelle gezeigt habe. Sie sehen, hier gibt es viele Zeichnereien. Der Markt ist interessant, den hatten wir hier auch schon das ein oder andere Mal beleuchtet. Wir haben hier momentan, eine Situation in meinen Augen, aus meiner Sichtweise heraus, weder Fleisch noch Fisch. Punkt, das ist einfach so. Wenn ich das Ganze technisch mal betrachte, Sie wissen ja auch, ich bin im Euro-US-Dollar auf der Short-Seite unterwegs, im großen Bild, das heißt jetzt nicht in diesen kleinen, zappeligen Zeiteinheiten, sondern wirklich im längeren Bild. Das hat auch fundamentalen Kontext an dieser Stelle, da möchte ich hier nicht zu weit ausholen. Wir gucken jetzt einfach mal das technische Bild an. Rein technisch gesehen ist das, was wir hier sehen, momentan ein Markt, der aktuell so ein bisschen die Korrektur des starken Abwärtsschubs hier macht. Wir haben hier weiterhin diese wichtige Marke um die 1,1428 im Raum liegen. Da gab es immer wieder Berührungen, da gab es immer wieder Aufschübe. Wir sehen das hier, wir hatten vor ein paar Wochen hier unten diesen Test der 1,13. Danach schob der Markt direkt wieder über die 1,14 drüber, hat hier dann untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend gemacht. Der hat dann allerdings hier oben wieder um die 1,17 sein Hoch gefunden. Hier haben wir diesen Widerstand. Da hat er dann faktisch wieder gedreht. Das heißt, wir haben hier weiterhin so ein bisschen dieses Ping-Pong-Spiel an dieser Stelle. Das heißt, hier haben wir die Unterstützung bei 1,14280 in diesem Rahmen. Da ist der Markt immer wieder hochgesprungen. Hier oben ist der Deckel so ein bisschen drauf. Hin und her, sage ich mal, geht dieser Markt von rechts nach links. Kurzfristig ist das natürlich interessant, an solchen Stellen zu traden, aber da, wenn Sie es kurzfristig machen, und das ist ja das, was ich Ihnen auch hier in den morgendlichen Ideen auch zeigen, wenn wir an diesen wichtigen Marken stehen, dann könnte es interessant sein, einfach mal reinzugehen. Das gucken wir mal kurz mit Blick in die Woche ein. Das heißt, hier unten hatten wir diese Umkehr, da haben wir hier diese umgekehrte Umkehr gesehen, das heißt dieses umgekehrte Gravestone, es ist ein Doji, den wir hier sehen, wo wir einfach sehen, der Markt ist von unten stark nach oben raufgelaufen und hat das Ganze dann bestätigt über die letzten beiden Tage. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Aktuell befinden wir uns hier, Sie sehen es an der Marke von knapp 1,15,9. Das ist ein Tageshoch. Wenn der Markt sich entscheidet, hier noch ein Stück weiter zu laufen, dann ist es einfach nur die Bewegung, die wir hier korrigiert sehen. Von der Seite her übergeordnet ist der Markt für mich eher richtungslos. Hier ist der Aufwärtstrend gewesen, der ist stark gebrochen worden. Jetzt geht es in die Gegenbewegung rein und jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt macht. Wenn man das Ganze mal
feinst zerteilen will, dann sieht man, man hat hier den Trend, den man auch in der Stunde gut sehen, starken Move nach unten, hier Korrektur runter, das Teil ist gebrochen worden, untergeordnet, das ist natürlich völlig normal, dass wenn der Markt so stark nach unten gelaufen ist und wir hier eine Korrektur sehen, dass der untergeordnete Trendverlauf auch einmal bricht, das sehen wir hier, jetzt wird es halt wirklich spannend, was der Markt macht, er kann bis hier hoch laufen und dann wieder nach unten rumdrehen, oder er dreht vorher rum, das müssen wir warten und deshalb ist die Situation momentan, wie sie ist, so eine richtige Meinung kann ich hier nicht rausfinden. Wir sind hier wieder auch in einem Drehbereich. Wir sehen das hier um diese Marke von 1,16, wo der Markt immer wieder mal hin und her getingelt ist, mal stark nach oben gelaufen ist oder mal so ein bisschen hin und her gewackelt hat. Also hier müssen wir einfach ein bisschen abwarten, bis der Markt sich entsprechend richtungstechnisch auf dem Weg nach oben oder nach unten begibt. Von der Seite her mal das Bild im großen Bereich auf den Euro-US-Dollar. Und damit gehen wir jetzt hier in den nächsten Teil rein. Ich mache das Ganze auch wieder als kleine Unterbrechung. Technisch einfach stoppe ich mal die Aufnahme für den Videostream im Kanal, dass wir das dann auf YouTube hochstellen können. Und dann gucken wir mal auf die großen Indizes. Und dann gehe ich mal auch auf den Dow ein, den ich hier sehe, mit meinen Augen darauf. Das mache ich gleich. Ich bin mal ganz kurz ruhig, trinke noch einen Schluck Wasser, stoppe die Aufnahme und dann bin ich sofort wieder.